Der Notruf einer besorgten Mutter alarmiert den Rettungsdienst um Notarzt Timo Hellmann. Was zunächst nach einer Überreaktion der völlig aufgelösten Melderin aussieht, soll sich gleich zu einem Einsatz um Leben und Tod entwickeln. Feuerwehrleitstelle Köln, bitte sprechen Sie. Birgit Rohloff, hallo. Ich stehe vor dem Haus meiner Tochter, Schmidtmeierstraße 113. Und ich habe Hilferufe gehört, glaube ich. Okay, Frau Rohloff, wir schicken gleich meinen Wagen vorbei. Danke, ich warte hier. Die Melderin ist sicher, dass ihrer erwachsenen Tochter etwas Furchtbares zugestoßen sein muss. Als Timo Hellmann und sein Team eintreffen, ist der Ernst der Lage zunächst nicht ersichtlich. Wenig später wird jedoch klar, der mütterliche Instinkt hat die 51-Jährige nicht getäuscht. Hallo. No. Hallo. Weswegen sind wir hier? Oh, so viele. Ich habe Sie angerufen. Meine Tochter wohnt hier und die hat mich zum Abendessen eingeladen. Das hieß jetzt hilflose Person. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe Hilfeschreie gehört. Ich komme nicht rein. Sie glauben, Sie haben Hilfeschreie gehört? Ja, und dann habe ich Sie angerufen. Aber es ist ja alles dunkel hier. Ja, aber sie ist da. Ich bin mir ganz sicher, dass sie da ist. Ist offen oder was? Also die Hallo? Ja, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Geklingelt und geklopft. Und ich glaube, ich habe sie gehört. Haben Sie einen Schlüssel? Nein. Und es macht keiner auf. Meine Tochter. Wir haben keinen Schlüssel von Ihrer Tochter. Doch, ich habe einen, aber der ist natürlich zu Hause und das ist so weit weg. Und hörst du jetzt was? Ich höre nichts. Ich weiß jetzt niemand, oder? Ich habe was gehört. Doch, keiner da. Hat denn irgendjemand, ich bin so sicher, dass sie da ist. So, mal ganz langsam. Hat denn irgendjemand einen Schlüssel? Ich könnte die Nachbarin fragen. Die hat ein gutes So, ich laufe mal eben. Wir haben sie dann losgeschickt, um den Schlüssel zu holen, wollten aber nicht untätig sein und sind einmal ums Haus gegangen, um zu schauen, ob ein Fenster auf ist oder irgendwas in der Wohnung zu sehen ist und konnten dann halt hinten durch die Balkontür oder durch die Terrassentür erkennen, dass wir uns in unserer Einschätzung doch getäuscht haben. Hier ist niemand. Oh, warte. Hier. Da liegt jemand. Hier, da liegt einer. Da liegt einer. Hallo? Geht die Tür auf? Hallo? Nee, hier geht gar nichts. Hier geht gar nichts auf. Sag mal der Feuerwehr Bescheid, die sollen zur Türöffnung kommen. RTW für NF. Sag mal. Wer hört dich kommen? Ja, wir haben hier wirklich eine Person in der Wohnung. Ja, okay, dann holen wir jetzt mal Sicherheitsarbeit der Feuerwehr dazu. Zeitgleich, aber. Sag mal, qualmt da hinten was? Ach du Heiliger, guck mal. Die ganze Wohnung ist verqualmt. Ralf? Hier ist alles verqualmt. David hört dich. Als wir zusätzlich zu der liegenden Person im Wohnzimmer noch den Brand entdeckten, war uns klar, hier ist jetzt allerhöchste Not geboten. Leitstelle Köln 1NF1. Es qualmt und wir sehen eine Person liegen. Hier ist aber jetzt noch kein Rauch. Nee, hier ist nichts. Hier ist kein Rauch. Okay. Bleiben Sie bitte hier. Hier ist kein Rauch. Sie bleiben hier, ja? Wir brauchen hier einmal die Feuerwehr. Wir haben Rauch in Wohnung. Guck mal schnell. So. Die Feuerwehr war noch nicht vor Ort, aber es waren Menschenleben in Gefahr. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass zwei Personen Richtung Patienten gegangen sind. Und der Kollege dann einfach mal geschaut hat, was brennt da in der Küche und kann dieses sicher von uns entfernt werden. Jungs. Warte mal eben. Lass uns erst mal Feuer und dann. Macht mal Feuer, ich brauche mal eine Schere. Ja, mach das mal auf. Irgendwas auf dem Kopf. Ihr habt Yoga-Übungen gemacht. Hallo? Machen Sie doch was. Hören Sie mich? Mal bitte hier weg. Lassen Sie uns jetzt mal da dran. So, mach bitte mal auf hier. So, passt mal auf. Ist er bei Bewusstsein? Er macht so ein bisschen die Augen auf, schnauft aber ganz suffizient. So, können wir hier mal Platz schaffen, Tisch weg? Sag mal, ziehen mal nach unten. Zieh mal ihn weg. Übernimm mal Kopf bitte. Im ersten Moment, nachdem ich die Patienten gesehen habe, hatte ich natürlich mehr Sorge um den männlichen Patienten, der halt in keiner Weise irgendwie reagiert hat. Die Dame hat vor Schmerzen sehr laut geschrien, hat ihre Schmerzen geäußert. Das ist für uns ein Zeichen, sie atmet. Aber ein Patient, der auf der Seite liegt und nicht auf unsere Ansprache reagiert, ist erstmal bedrohlich verletzt und in Lebensgefahr. So. Was ist jetzt passiert? Ihr habt Yoga-Übungen gemacht. Ja, okay. Ganz kurz, ist er bewusstlos? Was mit deinem Freund? Strecken. Kollege ist bewusstlos, ich kümmere mich hier alleine drum, wie du zu dem Hörer aus. Er ist irgendwie gegen Okay, er reagiert. Reagiert auf Schmerz. Reagiert auf Schmerzreiz. Aber ist nicht wirklich hier. Was ist denn passiert? Wir haben nur Yoga-Übungen gemacht. Okay, und dann? Irgendwie schief gelaufen. Wart ihr irgendwie aneinander gebunden oder was? Ja, sie hatte so eine Idee, eine neue Übung, irgendwas Yoga-mäßiges. Okay, okay. Bin ich irgendwie... Sind Sie auf den Tisch geknallt oder sowas? Irgendwohin bin ich
Okay. Geknallt, ich weiß nicht. So wie ich aus der Erklärung der Patientin verstanden habe, haben sie und dieser junge Mann eine neue Yoga-Übung ausprobiert. Dabei ging es wohl um Sachen, die wurden aneinander gefesselt, um dann halt sich einen besseren Halt zu geben. Und dabei ist es zu einem Sturz der beiden Personen gekommen. Und was habt ihr denn gemacht? Wir haben so eine Yoga-Übung gemacht. Okay, Rücken an Rücken. Ja, richtig. Und dann haben wir irgendwie so. Und dann nach vorne? Irgendwie so. Und dann ist die ganze Schose ist umgefallen? Ja, wir haben das Gleichgewicht verloren und dann. Okay, und Sie sind auf den Tisch geknallt? Ich bin irgendwie auf was richtig Hartes geknallt. Okay. Ich weiß es nicht. So, wir gucken nach dir. Ja? Meine Freundin, glaube ich, geht soweit ganz gut. Dann gehe ich auch gleich noch mal hin. Dann schauen wir mal. Doch, hör mal. Bei euch alles gut? Nein, komm mal hier rüber. Was ist denn los? Massive Schmerzen, die Wilke sich keinen Zugang legen lassen. Also, guck mal, ihr macht noch mal einen Druck. Ich komme. Da. Darf ich mal in die Ecke kommen? Was ist denn los? Was ist los? Hör auf, Sie haben doch Rückenschmerzen ohne Ende. Warum wollen Sie keine Medikamente? Was ist los? Ich nehme nie Medikamente und ich kriege so nichts in meinem Körper. Aber wir können Sie doch kaum hier rauskriegen, oder? Ja, aber was kann das denn sein? Ich meine. So, lassen Sie mich mal Sie ganz in Ruhe untersuchen. Ja? Hier oben tut nichts weh. Nein. Wenn ich hier drücke, tut auch nichts. Hier tut's weh. Darf ich mal die Jacke aufmachen? Für Sie. Darf ich mal die Jacke aufmachen? Ja, aber im Rücken, das tut einfach so warum weh. Warum wollen Sie denn jetzt kein Schmerzmittel, dass wir Sie hier gut rausbekommen können? Nee, das geht auch so. Ich halte das auch aus. Ja. Die Ablehnung der Schmerzmittelgabe trotz der starken Schmerzen war für mich völlig unklar. Bis wir dann des Rätsels Lösung ein wenig näher kamen. Hier am Becken tut nichts weh. Besser mit einem Schmerzmittel. Hier auch nicht. Doch. Darf ich mal nach Ihnen gucken, ob Sie sich noch irgendwo verletzt haben? Hab ich nicht. Ich hab nur Rückenschmerzen. Darf ich mal auf den Bauch fassen? Aua! Sagen Sie mal. Ist okay. Ja, ganz gut. Sagen Sie mal, eine ganz indiskrete Frage. Eine ganz indiskrete Frage. Was denn? Könnte es sein, dass Sie. Was? Dass Sie schwanger sind? Wieso? Was? Was erzählen Sie ihr? Ja, das war nur eine Frage. Alles gut. Ja. Die galt nicht. Bitte? Ja? Ja, aber. Und ist das die Erklärung, warum Sie kein Schmerzmittel wollen? Wir haben hier so einen Streifen gesehen am Bauch. Ja. Und es fühlt sich auch ein bisschen so an. Was ist das denn jetzt hier? Ja, aber. Oh Mann, das. Ja, ich bin schwanger und. Okay. In welcher Woche? In der 13. In der 13. Woche. Okay. Alles gut. Die Lösung von der ganzen Sache, dass die junge Dame kein Schmerzmittel wollte, obwohl sie stärkste Schmerzen leiden musste, war, dass sie früh schwanger war und einfach Angst hatte, durch die Schmerzmittel ihr Kind zu schädigen. Wir legen Ihnen eine Nadel. Nein. Und wir geben Ihnen ein Schmerzmittel, das Ihnen hilft und dem Baby nichts tut. Okay? Dann kriegen wir sie schmerzfrei hier raus. Ich glaub das gar nicht. Und dem Baby passiert ja, nichts. Okay? Wie, du bist schwanger. Ja. Versprochen. Die soll man nicht okay. Erstmal Zugang, Schmerzmittel und dann kann alles weitere später geklärt werden. Beruhigen, ich mich auch. Bei der Untersuchung der 26-Jährigen stellt Notarzt Timo Hellmann fest, dass die Verletzungen möglicherweise schwerer sind als vermutet. Währenddessen ist der Freund der jungen Frau wieder einigermaßen ansprechbar. Alles gut? Was hat der Krasser? Alles gut. Oh. Ja? Warte mal, das sagt Bescheid. Ja. Termin kennenlernen. Oh, das ist nur die Kopfplatzwunde. Gut. Ich auch. Ja, allerdings. Gib mal einen Pieks. Nicht erschrecken, nicht wegziehen. Hoffe, die nehmen mich mit. Wir vermuten, dass es sogar ein Bandscheibenvorfall sein kann. Bei diesen Dehn- und Zugbewegungen beim Yoga, dass dort irgendwas an den Bandscheiben passiert ist und jetzt auf die Nerven drückt, die hier runter in das Bein laufen und ihnen diese Schmerzen machen. Okay? Wir fahren jetzt mal in die Klinik. Die Neurologen werden Sie angucken, wir werden ein Bild machen. Ein MRT-Bild, keine Strahlenbelastung. Okay? Ja. Und dann muss man schauen, was man dann macht. Durch die medizinische Versorgung und die Gabe eines starken Schmerzmittels hat der Freund der Patientin nicht mitbekommen, dass er Vater wird. Erst jetzt erfährt der 27-Jährige von der Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin. Ich helfe meinem bei der Trage vor. Ja. Machst du mal Platz? Das erfahre ich so. Tut mir leid. Alles gut. Ich wollte dir das so sagen, aber ich hatte einfach Angst, dass du mich auch verlässt. Ja, das ist dir vielleicht einen anderen Zeitpunkt überlegen. Wir legen uns nicht auf. Alles ist gut. Ich hatte einfach Angst, dass du mich verlässt.
Ja, und seit wann weißt du das? Ich bin jetzt in der 13. Woche, ja. Und dann kommst du jetzt erst unter solchen Umständen in die Lage, mir das zu sagen? Also ich meine, egal, wir stehen das jetzt zusammen durch. Seien Sie mir nicht böse. Das ist der falsche Ort und die falsche Zeit. Ich weiß, das ist schwierig jetzt für Sie, aber sie läuft Ihnen nicht weg und Sie können das in aller Ruhe nicht vor so einem Publikum klären. Ne, ich glaube, für Sie ist es unangenehm und wir stehen jetzt hier auch gerade ein bisschen zwischen den Stühlen und müssen Sie auch in die Klinik bringen. Okay? Ja, natürlich. Gut, wir fahren Sie zusammen in eine Klinik und dann können Sie alles weitere klären. Lassen Sie es erstmal sacken. Okay? Okay. Ja. Gut. Ihnen geht's besser von den Schmerzen? Ja. Ihrem Freund geht soweit gut. Ja. Das große Ungewisse ist jetzt auch raus. Ja. Rausgekommen, glücklicherweise, weil Sie keine Schmerzmittel wollten. Ja. Und jetzt sehen wir zu, dass wir eine Diagnose kriegen, Ihrem Freund die Kopfwunde versorgt bekommen im Krankenhaus. Und wir machen uns jetzt los. Der 27-Jährige hat ein leichtes Schädel-Hirntrauma erlitten, das jedoch ohne Komplikationen verheilt ist. Die Wunde wurde mit 5 Stichen genäht. Seine Freundin hatte Glück. Sie hat zwar einen Bandscheibenvorfall davongetragen, der jedoch ohne Operation behandelt werden kann. Auch wenn das Paar erst wenige Monate zusammen war, freuen sie sich auf ihr gemeinsames Baby und bereiten sich nun auf die bevorstehende Geburt vor.